Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2, zu unserer kleinen Special-Videoreihe, zu den Angeboten bei meinem Partnershop Games Planet und auch zum entsprechenden Giveaway, wo ihr oder bei dem ihr Panzer Corps 2 mit DLCs und Panzer Corps 1 gewinnen könnt. Alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Wir spielen hier das Szenario Fall Weiß und sind weiter dabei, hier Polen zu überfallen. Es regnet. Das ist insofern erstmal praktisch, dass wir jetzt von ihm mit seinem Flugzeug nicht genervt werden. Aber auf der anderen Seite ist es insofern auch nervig, weil wir unser eigenes Flugzeug natürlich nicht einsetzen können. Und wir haben hier so ein paar Problemfälle. Ne? Hier der TKS zum Beispiel, der da mit 5 Sternen daherkommt, der uns da doch schon ziemlich herausfordert. Und wir sind jetzt dabei, hier erstmal so ein paar Punkte einzunehmen, um mal ein paar Prestigepunkte mehr zu bekommen. Ich glaube, je mehr Punkte wir einnehmen, desto, desto einfacher wird es dann für uns auch. Aktuell haben wir aber gerade hier oben bei Lotsen so ein paar kleinere Problemchen, möchte ich sagen. Aber gut, wir machen mal den Rundenwechsel, weil ich glaube, alle Fahrzeuge haben sich bewegt. Und dementsprechend. Schön. Stürzt er da ab, weil er seine Flugzeuge nicht bewegen kann. Das ist natürlich praktisch, weil es ja regnet und wir ihm den Flugplatz weggenommen haben. Das ist äußerst praktisch für uns. Ich hoffe, dass er jetzt hier nicht weiter pusht. Hier kommt er wieder mit seinem scheiß Zug an. Ach, guck mal, da hilft uns unsere Artillerie. What? Minus 4. Krass. Ja, das da oben könnte tricky werden. Er hat sehr viel Artillerie. Ja, jetzt wieder da an den Punkt dran. Ich finde es spannend, dass er mit seiner Kavallerie auf eine Pioniereinheit, die in der Stadt steht, mehr Damage macht. Und jetzt nimmt er unsere Punkte weg. What the fuck? Ich habe die Befürchtung, dass das hier nicht gut für uns ausgehen wird in der Region. Zumal ich wirklich nicht verstehe, wie er... Also, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass die Pioniereinheiten, gerade wenn sie in der Stadt stehen, extrem stark sind. Aber das hier sieht gerade alles andere da als gut für uns aus, da im Norden. TKS, ey. Da es in dieser Runde regnet können... Ja, es sieht aus, als ob es weiter regnet. So, wir frischen den erstmal auf. Das hier ist natürlich jetzt riesige Scheiße für uns, ne? Das kann man nicht anders sagen. Wir müssen hier auch mal Fahrzeuge auffrischen und wir kommen hier auch, wir bekommen hier richtige Probleme. Wir bekommen hier oben richtig massive Probleme und hier ist der nächste TKS mit 5, nee, der hat nicht 5 Sterne, okay. Immerhin. Oh, wartet mal, das machen wir mal anders. Kommen wir, nee, wir bekommen nur mit dem an den ran hier. Wobei, warte mal, nee, die sind eingekesselt. Die ergeben sich doch, wenn wir die jetzt angreifen. Nein, tun sie nicht. Das ist natürlich blöd. Ich hätte gedacht, dass die sich ergeben. Jetzt haben wir sie natürlich aus der Einkesselung rausbewegt, was ziemlich kacke für uns ist. Und strange ist auch, dass wir sie nicht rausnehmen, obwohl sie, dass sie sich nicht ergeben, obwohl sie keine Munition mehr haben. Ja, wir müssen jetzt hier oben alles dran setzen, dass wir
dass wir das in irgendeiner Form halten. So, wir müssen jetzt mal hier den Gegenpush machen. Dass wir der Einheiten da oben in dem Maße verlieren, ist ja nicht cool. Und dass unsere Einheiten auch so schwach sind, das ist, was ich eigentlich machen wollte, ist hier die Panzer mal wegzubewegen, an dem Punkt, wo wir sie besser einsetzen können. Krass, wir haben keine Chance gegen diesen TKS. Minus 8! Wow. Das ist eine Brücke. Minus 10. Wir bewegen die mal weiter. Ah, das sind die nächsten. Da sind sie eingekesselt. Komm, zieh dich doch mal zurück. So. Aber dass die jetzt eingekesselt sind, ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich weiß, ihr findet das immer nicht geil, wenn ich ja so Rückzugsbefehle setze. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, wie wir hier weitermachen. Den hatten wir ja auch schon mal eingekesselt, bilde ich mir ein. Haben die auch Sterne hier? Nee. Ich überlege jetzt gerade, wen wir jetzt hier fokussieren. Das sind Pioniere. Na, auf die Brücken, auf das Brückenfeld ist scheiße. Aber wir machen erstmal den Angriff. Wir ziehen die mal runter, dann greifen wir den nochmal an. Okay. Bin mir nicht sicher, ob es bei den Zügen bei so viel Unterdrückung immer eine schlaue Idee ist, den da weiter anzugreifen. Okay, das ist auch keine gute Idee. Dann geben wir einfach nur die Einkesselung. Das wollen wir natürlich auch nicht. Mit 17... Oh, natürlich 3,5 Sterne. Der Panzer hat keinen Stern. Die Infanterie hat keinen Stern. Achso, wir könnten... Das sind Wehrmacht und das sind Pioniere. Wie schlagen die sich denn... Hallo, könnt ihr bitte die Position tauschen? Danke. Minus 4, minus 3. Da ist eine Packung. Verdammt! Was ist denn das? Das ist ein 38, der macht minus 2 und der macht... Also ich finde die Schadenswerte echt krass. Das sind Pioniere. Wie komme ich hier am vernünftigsten weiter? Das sind Pioniere. Wir gehen mal mit den Pionieren in die Stadt.
Was ist, wenn ich den angreifen lasse? Mit ihm tausche? Tja, das ist alles verdammt blöd. Der hat halt Überstärke und 3,5 Sterne. Und es pisst ohne Ende. Wir können also unsere... unsere Flugzeuge nicht einsetzen. Das ist sehr, sehr kacke. Wir kommen hier gerade nicht so richtig vorwärts. Na, den Panzer angreifen. Da ist die Pack dahinter. Wir könnten... Was ist denn, wenn wir das machen? Dann kriegen die... Boah. Ne, die Prognose ist auch ziemlich bescheiden, würde ich mal behaupten. Das ist auch eine ziemlich blöde Idee, weil der Panzer in die Einkesselung geht. Tja, wir kommen hier da an der Stelle gerade nicht so richtig weiter. Hier müssen wir tatsächlich mal drauf warten, dass er sich ein bisschen aufreibt. Dass wir da entsprechend weitermachen können. So, hier minus 2. Ja, das haben wir ja schon versucht. Da ist der Zug. Ja. Kriegen wir den? Ne, da kriegen wir auch nur. Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade so ein bisschen am Rumprobieren. Da ist noch eine Artillerie dahinter. Das ist auch kein guter Angriff. Was ist mit dem hier? Ja, das war gar nicht so schlecht. So, und hier oben. Ja, ich sag ja, die blöde Pack hier hat sich wieder aufgefrischt. Und die Prognosen hier zu kämpfen sind immer noch extrem scheiße. Was ist denn, wenn ich... Ah, aha, aha, aha. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Aber jetzt haben wir sie jedenfalls schon mal eingekesselt. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar Mal neu laden. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. So, das ist Wehrmachtsinfanterie. Ja, puh. Nee, ich glaube auch nicht, dass das eine gute... Was ist? Wir probieren es mal. Ich will es einfach mal testen. Ja, also ich meine... Die stehen halt jetzt in der Einkesselung, ne? Das ist... Doofe Idee. Gut, aber wir können jetzt nicht viel mehr machen. Hier den TKS anzugreifen... Mit den Grenadieren. Auf offener Fläche, glaube ich, tun wir uns keinen Gefallen. Zumal wir hier noch die Artillerie im Backup haben. Hier müssen wir irgendwie hoffen, dass er uns... dass er nicht an den Flugplatz rankommt. Ah, und hier müssen wir mal hoffen, dass er... mit den Infanteristen nicht weit kommt. Ja, hoffen, hoffen, hoffen. Vor allem hoffen, dass es mal irgendwie aufhört zu pissen. Wir gehen mal in den Rundenwechsel. Ach ne, das hat... sorry, das hat man auch schon gemacht. Okay, gucken wir mal, was hier passiert.
Das ist alles okay hier. Damit kann ich leben. Das wird jetzt schon kritischer. Okay, der Panzer zieht sich zurück. Damit kann ich auch leben. Tschüss. Minus 11. Habt ihr denn den Arsch offen? Tschüss. Der Panzer ist komplett unterdrückt. Oh, guck mal, die leben noch. Da gehen welche raus. Ja, er rückt einfach vor und macht uns damit in die Unterdrückung. Ja, er geht auf das Wasser. Wow. Ja, tschüss. Fuck. Ich glaube, wir werden so verlieren hier. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Es hat aufgehört zu regnen. Dann bitte auf den TKS. Aber krass, dass er... Dass die nicht eingekesselt sind, ist natürlich blöd für uns. Okay, nee, das ist kacke. Plus 4. Die müssen das da unbedingt halten. So, und der Jäger. Geht mal dahin, damit die nicht den, die Stadt bombardieren können. So, hier oben ist jetzt dringender Handlungsbedarf. Sehr dringender Handlungsbedarf, würde ich sagen. Ach, das ist ein Jäger. Quatsch, ich wollte natürlich keinen Jäger, ich wollte einen Bomber. So, die gehen dahin. Der hier muss jetzt unbedingt raus. Gibt es nicht. Komm schon. Gib mir bitte eine minus 4. Danke. Ach, die sind immer noch eingekesselt. Der ist dauerhaft unterdrückt, ey. Krasser Scheiß.
Warte mal, kann ich das vorher machen? Okay. Das Ding ist ja, dass seine Flugzeuge jetzt auch wieder fliegen können. Das dürfen wir nicht vergessen, ne? Das ist extrem wichtig. So, hier decken wir... Das ist ein Jäger. Wir decken... Das heißt, der Jäger deckt die, der Jäger deckt den. Okay. Und jetzt haben wir hier noch Jäger. Der muss hier dazwischen... Haben wir nicht noch eine EU gehabt? Habe ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie blöd? Ach, warte mal, du, oder? Nee, hä? Ich habe gedacht, wir hätten jetzt noch eine EU. Aber das sind alles jetzt Jäger hier. Stell den Jäger mal auf die und den hier dazwischen. So, die gehen mal bitte dahin. Oh Gott, okay, ich hätte mir jetzt zugegebenermaßen ein bisschen mehr erhofft. Den Panzer führe ich jetzt nicht daran. So, und er bleibt da. Gut. Oh Gott, minus 6, ey. Bleiben mal so, damit die jetzt erstmal uns nicht auf den Sack gehen. Gut, hier drüben haben wir jetzt im Grunde die Verteidigung so erstmal gemacht, dass wir... da arbeiten können. Das Blöde ist, dass die Flak jetzt immer noch eine Pack ist. Das kann da natürlich uns sehr zum Verhängnis werden. So, hier haben wir ja auch noch Jäger, Bomber. Die da oben haben wir schon gezogen. Hier sind wir eingekesselt. Dann... begibt er sich selber in die Einkesselung. Das ist natürlich keine gute Idee. Ja, auch wenn wir sie verlieren, höchstwahrscheinlich. Wobei wir denen auch den Weg abschneiden können. So, damit ist die Einkesselung aufgehoben. Wir ziehen den Panzer mal Was ist die Frage? Blöde Artillerie. Das sind Grenadiere. Nee, auf das Brückenfeld nicht. Pass mal auf, wir stellen die mal dahin. Die gehen mal dahin. So, wie ist denn jetzt hier die Lage? Wir haben immer noch den TKS hier. Haben wir hier Flugzeuge noch in der Nähe? Ja, haben wir. Guck mal. Oder wir ignorieren den da einfach erstmal und gehen mit den Flugzeugen auf ein anderes Ziel.
unterstützen zum Beispiel den Push hier mal ein bisschen. Ach, da ist noch die blöde Flak. Scheiße. Nee, dann ist das auch keine gute Idee. Die ziehen wir mal nach. So, worauf fokussieren wir uns? Warum kriege ich denn hier schon wieder keine Prognose? Ach doch, jetzt. Das ist jetzt insofern blöd, weil ich natürlich die Artillerie hier ungern wegbewegen will. Okay, haben wir noch eine U? Ne, das sind alles neue Jäger. Aber wir können das mal so spielen. Sehr gut. Und dann können wir die U mit dem Jäger decken. Das ist jetzt immer noch weit weg von perfekt. Aber wir können das so machen. Erst mit der Arti drauf und dann mit dem Jäger. Gut, okay. Was haben wir hier? Wir haben Pioniere, Wehrmachtsinfanterie, die jetzt hier nicht gerade die stärksten sind. Das heißt, wir führen die mal dahin, wir führen die mal dorthin. Der Panzer geht mal zurück, der geht hier hoch, der kann jetzt nochmal angreifen. Und damit wir den nicht verlieren, führen wir den auch mal zurück. Führen mal den dahin und den da hoch. Minus 6, ich... ja, weil die blöde Artillerie dahinter steht. Okay, das sieht alles immer noch sehr gequält aus. Hier ist noch ein Jäger. Ach so, der muss hier mal noch mit den U decken. Gut, und hier oben. Bin mal gespannt, ob der TKS sich auffrischt. Die Einkesselung hier ist extrem wichtig. Wenn er sich davon jetzt nicht irgendwie ablenken lässt, dann können wir hier in den nächsten Runden eigentlich das hier wegmachen. So jedenfalls die Theorie. Und hier oben müssen wir einfach nur sehen, dass wir überleben. Überleben, überleben, überleben. Minus 3, minus 5, minus 3, minus 3. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier angreife, dann kann er den Gegenstoß dann machen. Ja, aber wir kriegen sie nicht wieder zurückgezogen auf das Feld. Und ich befürchte, er wird irgendwie drumherum kommen. Weil er kann dann bestimmt mit denen... Nee, kann er nicht. Doch, er kann mit denen dahin, dann kann die... Nee, das ist eine blöde Idee. Wir bleiben da stehen, dann kriegt er nämlich auch Deckung. Es kann sein, dass er hier von Norden an unsere Artillerie rankommt. Das werden wir sehen. Für heute würde ich sagen, soll es das erste Mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Gemonfin, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine, Baron und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.